Frazier. Down goes Frazier. Zwischen den Runden. Der Boxtalk mit Finn Schröder und Nils Lapan. Herzlich willkommen zu Zwischen den Runden, der Boxtalk. Eine neue Woche, eine neue Folge. Heute mit ein paar Hintergrundgeräuschen. Bei uns im Büro wird eine Küche aufgebaut. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Genauso wenig wie Finn Schröder, aber der stört ja eher selten. Grüß dich, Finn. Ich störe nicht? Ja, schon. Schon ein gewisser Nervpegel, aber hält sich im Rahmen. Ja, ich wollte schon sagen, das wären ja Neuigkeiten für mich gewesen. Ja, du bist so wie Spaghetti-Eis, weißt du? Also man kann so eine gewisse Menge, ist gut, und dann... Irgendwann wird man dem ganzen überdrüssig. Es gibt noch ein besseres. Kennst du diese, sagt dir Pico Balla, sagt dir das was? Ja, ja. Das ist so eine Süßigkeit, die quasi nur aus Zucker und Chemie besteht und die schmecken... Oder Zuckerwatte auf dem... Bei uns ist es ja der Hamburger Dom, bei euch ist es in die Kirmes oder was heißt das bei euch? Kennst du das, ne? Diese Zuckerwatte. Und dann, da kann man also die ersten 5, 6 Bisse sind sehr toll, aber dann irgendwann. Ja, es gibt halt auch keinen Übergang, weißt du? Es gibt nicht dieses geil, 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 mittel, 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 eklig, 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 sondern es ist geil, 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 kotzen. Ja. So, und so ist das, so sehe ich dich auch. Danke, ehrlich. Das geht runter wie Öl. Ja. Nein, du bist nur geil. Pure 1,86 Meter pure Geilheit. Hab dich da mal nicht verschätzt. Bevor es in eine ganz schwierige Richtung abdriftet, lass uns mal darüber sprechen, in welche Richtung heute unsere kleine Folge geht. Folge Nummer 69. Wir sind, mit großen Schritten gehen wir auf die 100 zu. Da müssen wir uns auch irgendwas überlegen. Wen laden wir denn da ein? Bei und vor allem brauchen wir als Ziel mal 100 Abonnenten zur 100. Ausgabe, oder? Das ist doch... Ja, aber das machen die doch alle nicht. Guck mal, wir machen jetzt seit 69 Folgen, reißen wir uns hier den Allerwertesten auf, aber dass wir da jetzt das mal auf Abonnieren klickt, das passiert nicht. Da müssen wir uns mit abfinden. Wir haben gute Hörerzahlen, ist alles gut, die Leute hören uns und das ist auch schön, es macht Spaß, aber auch, wir haben immer, wenn wir auffordern, hier mal liken, mal kommentieren, mal, das passiert auch eher im ruhigen Rahmen. Und deshalb völlig in Ordnung, lass uns das auf den... Vielleicht müssen wir so ein paar Comedy-Songs oder was machen, so wie so Gurkensohn oder so. Kennst du das Gurkensohn? Nee. Was ist das? Das ist so ein YouTuber. Der singt, das ist die Gurke meines Lebens. Oh ja, wunderbar. Und das mit Autotune und das hat 700.000 Klicks. Ich meine, irgendwie findet es ja Anklang. Ja, aber das Schöne ist, wenn man so in einem kleinen Rahmen unterwegs ist wie wir, man kann halt so sein, wie man ist. Ja, also bei mir kann jetzt im Hintergrund der Küchenmonteur bohren. Und es ist halt so, weil wir klein sind, weil wir nischig sind, weißt du? Wir sind Underground. Das ist es, wir sind Underground, finden. Wir können machen, was wir wollen. Gut, dann fangen wir mal undergroundig jetzt mal an mit der Ausgabe, würde ich mal vorschlagen. Genau, also um was geht es in dieser schönen Underground-Serie, Folge heute? Wir schauen natürlich auf die News und die Gerüchte, Überraschung, Überraschung, damit beginnen wir immer. Wir gucken uns also an, was ist in der Boxwelt so passiert, welche Kämpfe sind angekündigt. Da haben wir jetzt einige, mal mehr, mal weniger interessante Kämpfe, die aufs Tableau gekommen sind in den letzten Tagen. Wir schauen uns an, was ist letzte Woche passiert. Einige interessante Kämpfe, ein paar interessante Ergebnisse, neue Rekorde, alles dabei. Und wir blicken auf das voll bepackte kommende Wochenende. Also ihr solltet auf jeden Fall am Montag einen Urlaubstag einreichen, denn was an diesem Wochenende passiert im Boxring, das ist der absolute Wahnsinn. Nee, jetzt kann ich nicht springen. Nee, jetzt sind nachher alle enttäuscht. Also es war Ironie. Es wird super scheiße. Macht was mit der Familie und danach die Wochen wird es wieder besser. War auch nicht gut, ne? Wartet einfach ab, was passiert. Wir blicken ganz am Ende auf die Vorschau. Wir starten bei News und Gerüchten. Gerüchten, so ist richtig. Tyson Fury ist ja so ein bisschen in der Vorbereitung, sowohl medial als auch wahrscheinlich schon, was die Analyse angeht, auf seinen Rematch gegen Deontay Wilder. Eine Zwischenstation soll es da noch geben vor diesem Kampf, der am 22. Februar 2020 stattfindet. Ich hoffe, das ist richtig. Eine Zwischenstation wird ein junger Herr aus Schweden sein. Otto Wallin
wird als nächstes gegen Tyson Fury kämpfen. Ja, lieber Finn, sag uns was zu Otto, sag uns was zu dem Kampf und ich bin auf deine Einschätzung gespannt. Ja, ganz offiziell ist noch nicht bestätigt, es gab noch keine Pressemitteilung diesbezüglich, aber alle Seiten berichten darüber, dass es da mehr oder weniger so feststeht, dass der Kampf kommt am 14. September und das Ganze dann wieder im MGM Grand in Las Vegas. Das ist der Plan für den Kampf. Ja, was kann man zu Otto Wallin sagen? Er war einige Jahre bei Sauerland unter Vertrag, hat dort auch seine Profikarriere gestartet. Ja, genau, wurde da aufgebaut. Ist ein ja, großgewachsener Schwede, mit der aus der Rechtsauslage boxt. Und genau, da hat er vor etwas über einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr, den bisher größten Sieg seiner Karriere erzielen können im schwedisch-schwedischen Duell gegen Adrian Granat. Den hat er auspunkten können. Und danach wurde es ein bisschen still, dann hat er sich von Sauerland getrennt. Gab es da ein bisschen Probleme und hat einige Zeit gebraucht. Trainiert jetzt in den USA. Ist schon ein bisschen laut im Hintergrund, ne? Ja, tut mir leid, kann ich nichts machen. Müssen wir kurz warten. Dauert 3 Sekunden, dann ist die Schublade fertig. Achtung, 3, 2, 1, nichts. Wird, glaube ich, noch gesägt gerade, aber es ist das letzte Element, was gesägt werden muss. Du kannst einfach weiterreden. Hört keiner. Gut, wo war ich stehen geblieben? Nach dem Sieg gegen Granat? Genau, ist er nach New York, glaube ich, gegangen und trainiert jetzt dort, wie auch schon zuvor. Also zuvor schon unter Joey Gamache trainiert, der war allerdings damals noch in Schweden und mit dem ist er rüber nach in die USA gegangen. Joey Gamache war ja auch ebenfalls ehemaliger Boxer in den unteren Gewichtsklassen, also auch mal aktiv. Hat mal gegen Arturo Gatti geboxt. Genau, und seitdem hatte er dann ein paar Auftritte, oder einen Auftritt besser gesagt, bei Showtime, hat auf der Undercard geboxt von Christine Hammer gegen Clarissa Shields, glaube ich, das war der Kampf. Ja. Lief auch auf der Zone. Und da war es auch sehr unglücklich gegen Nick Kisner. Da ist er ja, die sind ja im Kopf zusammengerasselt. Da gab es bei Kisner einen Cut und dann wurde der Kampf als No Contest gewertet. So, und sollte er jetzt vor kurzem gegen BJ Flores boxen, ebenfalls auf einer Showtime-Card. Und zwar noch unglücklicher: BJ Flores wurde, glaube ich, am Tag davor oder am Tag da, am Kampftag, also ganz, ganz kurz vom Kampf, wurde dann BJ Flores die Zugabe verwehrt, die Freigabe, also hat keine Freigabe bekommen, weil er die letzten medizinischen Tests, mein Gott, was ist denn heute los? Ich bin ganz durcheinander durch die Geräusche. Die medizinischen Tests, die letzten hat er nicht bestanden und deswegen gab es keinen Kampf und Wallin hat in die Röhre geguckt und jetzt, ja, scheinbar kam dieses Angebot um die Ecke. Überrascht mich halt deshalb, weil es immer so hieß, dass ESPN jetzt unbedingt einen amerikanischen Gegner für Fury fordert. Also deswegen war ja auch Jerrell Miller im Gespräch, deswegen war Charles Martin jetzt auch vor ein paar Tagen im Gespräch, Trevor Bryan, ja, diese Namen wurden immer wieder erwähnt. Und dass man jetzt so in Schweden nimmt, das ist überraschend. Ich würde ihn stärker einschätzen als Tom Schwarz, einfach weil er es auch immerhin diesen Punkt sich gegen Granat eingefahren hat. Es hat halt Schwarz nicht vorzuweisen, aber wenn man dann schon dann auch einen Schweden nimmt, dann hätte man ja auch irgendwie anderen Nicht-Amerikaner nehmen können, ein bisschen stärker wäre. Ich weiß nicht, Kubra Pulev ist doch bei Top Rank. Mhm. Warum hat man nicht? Ich meine, klar, Pulev ist irgendwie bei der IBF ja Nummer 1 Herausforderer irgendwie und der will, vielleicht pocht der da darauf. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man den Pulev jetzt mal, keine Ahnung, 1,5 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt hätte für so einen Fury-Kampf, ich glaube nicht, dass er Nein gesagt hätte. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. So, und das wäre auch mal ein Kampf gewesen, wo man sagen kann, das ist zumindest jemand, der in der Spitze des Schwergewichts sich seit Jahren etabliert hat. Und es wäre auch vom Profil her ein guter Gegner, also auch jemand, der relativ groß gewachsen ist und lange Führhand und so weiter, also nicht, ich glaube, die wollen ja keinen
wie sie es gesagt haben, wollen ja keinen kleineren Schwergewichtler boxen, also hätte der auch gepasst. Also, aber halt auch interessant, dass er Rechtsausleger ist, ne? Also. Ja, gut. Ja, also. Fury kann auch in der Rechtsauslage boxen. Ja, aber ich sag mal, in Vorbereitung auf einen Linksausleger, ne? Ja, ich glaube, es geht nur darum, dass der groß ist, relativ. Ne? Das ist, glaube ich, so 1,97 oder vielleicht ein bisschen kleiner, aber ich glaube, darum ging es. Aber ja, ich verstehe es nicht. Und bin da auch ein bisschen enttäuscht, einfach weil, ich meine, ich könnte es verstehen, wenn jetzt Fury hingeht und sagt, Jungs, ich war so lange raus und nach dieser Wilder-Kampf, das war eigentlich auch mehr so eine Spinnerei von mir, ne? Und ich brauche jetzt noch Zeit und ich will jetzt aktiv bleiben und durch die zusätzlichen Kämpfe will ich in die bestmögliche Form kommen und wieder, ne, der absolute, absolute 100% ankommen. So, dann kann ich das verstehen. Ja, aber ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, ich bin der Lineal Champion, sozusagen in jedem zweiten Satz Gesundheit. Danke. Oder ich bin the best heavyweight in the world und so weiter. Das ist halt, das ist dann halt lächerlich. Dann machst du dich halt zum Idioten damit. Dann das kann ja keiner ernst nehmen, also wenn du dann solche Gegner boxt. Ne? Also. Ja. Ich dachte, weißt du, was ja mein Tipp war? Das mag jetzt für dich vielleicht als Fachmann ein bisschen idiotisch sein, aber mein Tipp war Zilai Zhang, der Chinese. Ich hab gedacht, dass der könnte sein. Erstmal wohnt er in oder lebt in Las Vegas, ne? Dann wäre das natürlich nochmal ein Markt, der sehr interessant wäre. Also bei dem Kampf, keine Ahnung, gucken dann 800 Millionen Chinesen zu, ja, den du vielleicht auch gut vermarkten kannst danach noch. Auch groß. Ja, das war mein Tipp. Aber ja, weißt du, was die Pläne bei ihm sind? Der hat ja gerade bei Matchroom unterschrieben, ne? Das ist ja vor ein paar Monaten, glaube ich. Zilai Zhang. Ja, ja. Okay, also, ich weiß nicht, gut, Matchroom schickt ja auch manchmal Kämpfer auf andere Veranstaltungen. Ich finde, das ist ja kein Problem eigentlich, aber ja, dann ich glaube, wenn sie Zilai Zhang mal rannehmen, das machen sie irgendwann erst und dann in China. In Macau zum Beispiel. Ja, könnte auch sein, ja. Ich glaube, dann machen sie sowas, weil dann hast du dann irgendwie noch das Publikum direkt und keine Ahnung, Casino-Geld in Macau nochmal oder so, irgend so ein verrückter Chinese, wir kennen das ja aus dem Fußball auch, weiß ich nicht, setzt da nochmal 30 Millionen auf den Tisch oder so. Kann ja alles sein, also, nee. Aber ja, was mich auch wundert, wie man so hört, waren die Quoten ja auch nicht besonders gut auf ESPN Plus, wo der Kampf ja gezeigt wurde gegen Tom Schwarz. Da haben die Amerikaner nicht eingeschaltet, die Pay-Per-View-Käufe in England waren nicht gut. Also, war halt auch nicht wahnsinnig sexy, der Fight, ne? Nee, ja klar, deswegen hätte ich ja gedacht, dass sie zumindest jetzt jemanden nehmen. Also, zumindest einen Cooper Pulev hätte man ja zumindest verkaufen können. Das ist ja jemand, der auch zum Beispiel gegen seinen Cousin ja gewonnen hat. Also. Wann soll der Kampf stattfinden? Habe ich ja erwähnt, 14. September. Ah, okay. Also in zwei Monaten. Okay. Nee, Quatsch, ein Monat schon. Anderthalb, ja. Ja, 5 Wochen. Okay. Ja, warten wir mal ab, was da passiert. Bei Tyson Fury, Otto Wallin, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch nur eine Nebelkerze. Wir werden es erfahren. Im Schwergewicht gibt es aber einen weiteren recht interessanten Kampf, zumindest was die Namen angeht. Den Nachnamen, den einen können wir nämlich beibehalten, Fury. Da geht es allerdings nicht um Tyson, sondern um Yuri Fury. Der wird gegen Alexander Povietkin kämpfen. Und zwar am 31. August, also gar nicht mehr lange hin. Ja, auch ein recht interessanter Kampf, finde ich. Ja, ist ein interessant, vor allem ist es interessant, dass Fury ja ein paar Tage vorher dann auch beim Matchroom unterschrieben hat, Yuri Fury, was eine sehr große Überraschung ist für mich. Weil die ja immer sehr, ja, nicht die größten Freunde waren von Eddie Hearn. Ne? Ich erinnere mich, dass Yuri Fury, das ist wirklich so im Interview mal, Eddie Hearn als Cockroach bezeichnet hat, das heißt Kakerlake auf Deutsch übersetzt. Also die waren nie so die besten Freunde. Dass er da jetzt unterschrieben hat, das ist ja schon eine Überraschung.
würde ich mal sagen. Ne? Also, stimmt, ja. Aber wahrscheinlich sahen sie sich auch jetzt gezwungen. Sie haben ja sonst mit McKennessy zusammengearbeitet. Der ist ja wirklich mittlerweile eine ganz kleine Nummer mit Channel 5 und so weiter. Da ist einfach kein Geld dahinter. Und er kann ihm einfach die großen Kämpfe nicht besorgen. Und ja, Hearn hat Fury wohl so, weiß ich nicht, 7 oder 8 mögliche Gegner in Aussicht gestellt und gesagt: Hier, hast du eine Liste, guck an, wen du möchtest boxen. Und sie haben gesagt, sie möchten gegen Povetkin boxen. Und jetzt kam das zusammen. Also, das ist schon sehr mutig, was man da macht. Vor allem nach diesem ja relativ schwachen Auftritt von Yul Fury in Saudi-Arabien gegen Samuel Peter. Das war ja auch mehr so ein Hängen und Würgen. Mhm. Also, ja, da muss man schon ein kleines Lob aussprechen, weil das ist schon die sind mutig. Ne? Also, auch noch diese ein Jahr nach der Niederlage gegen Pulev, da könnte man vielleicht denken, jetzt machen sie noch ein bisschen ruhiger. Und oder gerade dass sie bei Matchroom unterschrieben haben, dann sacken sie erstmal doch den einen oder anderen Payday ein, bevor es dann das zum großen Geld geht. Aber naja, wird interessant zu sehen, der Povetkin war ja auch ein Jahr raus nach der Niederlage gegen AJ. Ist jetzt 40. Also wird man sehen, ob er noch auf dem Level boxen kann. Ja, ich glaube schon, dass Povetkin der Favorit ist in dem Kampf. Auch wenn es, glaube ich, stilistisch ein nicht so dankbarer Kampf ist, weil ich glaube, Fury ist für keinen wirklich dankbar. Ne? Der bewegt sich ja viel und so. Ich halte ja nicht so wahnsinnig viel von ihm, aber er ist zumindest nicht jemand, den man gerne boxt, glaube ich. Ja, wobei ich Povetkin schon noch ein, zwei Klassen über ihm sehe. Ja, klar, natürlich. Wenn Povetkin in der Form der letzten Jahre ist, sollte er den Kampf gewinnen. Einfach dadurch, dass er auch jemand ist, der gut die Wege abschneiden kann, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Parker, der da so ein bisschen Probleme hatte. Also er ist jemand, der die Beinarbeit hat, um dann ranzukommen, sich ranzuschieben und dann zu arbeiten und dann auch halt mit die Kombination von Povetkin sind halt immer stark. Ne? Das sind halt nicht nur eine Hand, sondern es sind 3, 4 und die sind halt da oftmals schwer zu verteidigen. Also. Ja, also wird ein interessanter Kampf, 31. August. Weiß man schon, ob in Deutschland jemand überträgt? Ja, ich nehme an, dass The Zone die Sache übertragen könnte hierzulande. Wobei es wird in den USA wird es auf jeden Fall ESPN Plus. Darf man sagen, ja gut, es ist halt eine Veranstaltung. Die Veranstaltung ist halt Lomachenko gegen Luke Campbell. Ja. Ja, das ist ja der Hauptkampf an dem Abend. Also ich denke mal, wir werden die bei The Zone sehen, aber das ist halt noch, müssen auch gucken auf der Internetseite. Und zur Not, wenn wir den Kampf dann besprechen, werden wir dann näher darauf eingehen, wenn wir mehrere Informationen dazu haben. Was ich nur sagen wollte, auf der Undercard wurde ebenfalls noch ein Kampf bestätigt, den ich sehr interessant finde. Charlie Edwards verteidigt seinen WBC-Titel im Fliegengewicht gegen Julio César Aguiar. Das ist ein sehr interessanter Kampf, weil Aguiar, das ist ein mexikanischer Fliegengewichter, der hat zuletzt in Mexiko Andrew Selby, ja, auch ein aufstrebender, starker Mann, ausgenockt in der 5. Runde. Ja, und dasselbe galt ja auch immer so als WM-Kandidat. Den hat er ausgenockt. Also, das wird eine ganz harte Aufgabe für Charlie Edwards. Also, das ist auch ein sehr spannender Kampf auf der Undercard. Also, da freue ich mich sehr, sehr drauf auf das Event. 31. August müssen wir uns also vormerken. 27. September, auch wieder ein interessanter Kampf, auch im Schwergewicht. Daniel Dubois wird kämpfen. Gegen wen? Ja, ich hatte, spannender Kampf, ist das eine Übertreibung von dir? man hat ja gedacht, man wurde ja angekündigt gestern, dass er heute das Announcement kommt zu seinem Kampf, wurde gesprochen über einen Kampf um den Commonwealth-Titel und den Commonwealth-Titel hat er zuletzt gehalten, Joe Joyce, so. Aber Joe Joyce hat den Titel niedergelegt, das heißt, Dubois wird um den vakanten Commonwealth-Titel boxen. Und das gegen einen ungeschlagenen Ghanar, der den Namen Ebenezer Scrooge, Ebenezer Tete trägt. Der ist ungeschlagen in 19 Kämpfen, 16 K.O.s, aber ich glaube, hat noch nicht nachgewiesen, dass dieser Rekord auch realistisch erscheint. Ist bei Boxrec auf 375 gerankt. Immer nur in Ghana geboxt, ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Gut, kommt aus der Boxen Metropole Accra. Da sind ja einige
gute Leute immer mal hergekommen, aber ja, ich denke mal 31 Jahre alt. Ich denke mal nicht, dass das für Dubois eine große Nummer werden sollte. Ist aber gut, ist ein Stay-Busy-Kampf. Kann er den Commonwealth-Titel einsacken, dann kann er den ja vielleicht gegen bessere Leute verteidigen im nächsten Jahr oder am Ende des Jahres und dann gucken wir mal. Ja, aber Daniel Dubois kämpft anscheinend gerne gegen Boxer aus Ghana, ne? Hat er nicht ja, gegen, die, gegen Latai, ja, Richard Latai? Ja, das, da hat der Frank Warren wahrscheinlich da einen Geschmack dran gefunden irgendwie. Hat bei YouTube, bei Boxrec ein bisschen rumgeguckt, was gibt's in Afrika. Und hat er den gefunden. Naja, das Ganze wird wie in der Royal Albert Hall stattfinden. Also auch mal wieder interessanter Austragungsort. Zudem soll Nicola Adams auch auf der Undercard eine Titelvereinigung bestreiten. Also mal gucken. Gut, dann lass uns mal schauen, was letztes Wochenende passiert ist. Nee, hast du was unterschlagen schon wieder. Ah, Mann, verdammt, ey. Ich bin hier von dem. Aber es kann sein übrigens, dass der Daniel, unser lieber Technik... Nee, ich habe geguckt, da hat nichts unterschlagen. Also Billy Joe Saunders, da steht ja noch ganz klar drin. Nein, du weißt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Dass der Daniel, unser Technik-Zauberer, die Störgeräusche hinten noch rausfiltern wird. Also davon war ich jetzt abgelenkt, aber ich wollte nur sagen, falls ihr euch wundert, warum wir die ganze Zeit drüber sprechen und nachher hört man vielleicht nichts, kann es sagen, liegen, dass der Daniel meine Spur dann weg. Ach, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. So, Billy Joe Saunders verlässt Frank Warren. Warum? Was ist los, Billy Joe? Keine Ahnung, warum. Also ist es zumindest bekannt geworden jetzt, dass man sie einvernehmlich getrennt hat. Es gab noch keine Hintergründe. Ne? Also es gab nur eine Press-Release, dass man da, ja, man bedankt sich für die langjährige Zusammenarbeit und geht im Guten auseinander. Ja, ich denke gut, mal, das ist ja immer so. Ne? Ich denke mal, dass Saunders erkannt hat, dass er bei Warren keine großen Kämpfe bekommt. Das haben wir die letzten Jahre auch gesehen. Also der kriegt einfach nicht das nicht hin und ich denke mal, dass wir Saunders gleich alsbald auch bei Matchroom sehen werden, dass er da unterkommt und dass sie dann wahrscheinlich einen Kampf machen gegen Callum Smith, Titelvereinigung im Supermittelgewicht. Ich denke mal, darauf läuft es hinaus, könnte ich mir zumindest vorstellen und ich glaube, der hat jetzt erkannt mit 30, dass er jetzt auch nochmal Geld verdienen will. Und zwar richtig. Und nicht nur Kämpfe gegen Shefard Issoufi machen möchte. Bei allem Respekt. Gut, jetzt darf ich aber, oder? Ja, ich wollte aber einmal noch eine traurige Nachricht wollte ich noch einmal gerne sagen. Das ist auch nochmal am Wochenende hat das die Runde gemacht, dass langjähriger Boxreporter verstorben ist, Thomas Direnga, der für die Bild geschrieben hat, der war halt in Hamburg so auch sehr, sehr bekannt, hat hier immer auch mit Sebastian Formella die so Features gemacht über Sebastian Formella, ist am Samstag im Alter von 56 Jahren verstorben und das hat sicherlich auch nochmal einige Leute bewegt im Boxsport, genau. Ja, wieder eine schreckliche Nachricht und natürlich auch herzliches Beileid an die Familie, viel Kraft in dieser Zeit. Ja, wie gesagt, irgendwie in solchen Jahr passiert relativ viel und leider schreckliche Nachrichten kommen da ja, zu uns. So, dann lass uns jetzt trotzdem mal zurückblicken, was letzte Woche passiert ist. Es gab ja, verschiedene spannende Kämpfe mit sehr interessanten Ergebnissen teilweise. Ich würde sagen, wir blicken zunächst mal auf die Veranstaltung in Liverpool. Ja. Ist in deinem Sinne, ja. Dann lass uns mal anfangen mit wem willst du? Ilunga Bakole? Bakole. Genau, ja. Martin Bakole. Genau, der hat ja einen Kampf bestritten, seinen ersten Kampf unter der Matchroom-Flagge sozusagen. Gegen einen dort Weltklasse-Mann. Ja, aber Italo Perea, muss man ja auch mal sagen, war Olympiateilnehmer und der hat bisher immer nur knapp verloren, wenn er verloren hat. Also der hat zum Beispiel SD gegen Guillermo Jones, unentschieden gegen Joey Daveco. Stimmt, ne? Gegen Kovnatski über die Runden gegangen. Über die Runden gegen Kovnatski gegangen. Also ist schon jemand, den man
nicht so leicht ausschaltet. Den hat Bakolé in der ersten Runde gestoppt. Das ist schon nicht so schlecht. Also hat ihn auch wirklich am Boden gehabt und der war dann auch benommen, kam hoch und dann hat Bakolé nachgesetzt. Der Kampf wurde abgebrochen. Also schon nicht schlecht. Also hat zumindest, man hat gesehen, der Bakolé hat Power. Ich glaube, er wurde einfach viel zu schnell reingeschmissen da oben gegen Michael Hunter. Der Kampf kam viel zu früh für ihn. Da hat er ja diese Niederlage eingesteckt und ich denke jetzt mal, wenn man ihn jetzt vernünftig wieder aufbaut und die Zeit auch gibt, sich zu entwickeln, dann haben wir hier ein interessantes Schwergewichtsprospekt. Okay, nächster Kampf für mich, oder ich wollte über Lewis Ritson sprechen. Willst du noch über Jack Cullen noch was sagen? Das habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht, okay. Also ich habe da noch Fowler gesehen, hat einen klaren Punktsieg im Hauptkampf eingefahren. Ich habe Lewis Ritson gegen Marek Jerzejewski gesehen. Ja, ich habe es mir nicht angeguckt, weil es eigentlich ein anderer Kampf vorgesehen war. Lewis Ritson sollte ja eigentlich gegen Joe Hughes boxen. Das wäre ein interessanteres Duell gewesen. Joe Hughes ist noch verletzungsbedingt kurzfristig raus. Deswegen mussten sie einen anderen Gegner ranmachen, dass wir reinsetzen. Das hat mich nicht so wirklich interessiert. Sag was, dass du zu dem. Ja, mich schon. Ich kenne Marek Jerzejewski ganz gut. Der war damals der, als ich das erste Mal kommentieren durfte, im Boxkampf, war er der Hauptkämpfer gegen einen Österreicher, ich weiß gar nicht mehr. Und das war der heftigste Knockout, den ich je live miterlebt habe, weil ich habe das kommentiert und der, wie hieß er denn noch? Hitman, Spitzname Hitman, ich weiß nicht mehr, in Österreich auf jeden Fall. Wo waren das? Das war in Plettenberg. Gegen Manuel Buchreit? Ja, genau. Habe ich auch ein, zwei Videos. Das letzte Runde. Muss ich dir mal schicken. Knockout, wirklich letzte 20 Sekunden stehend K.O. Fliegt der Buchreit aus dem Ring und knallt mit dem Kopf auf die Ringglocke und liegt 20 Zentimeter neben mir auf dem Tisch bewegungslos. Und ich dachte wirklich, ich bin hier live dabei, wie hier einer im Ring. Ich habe wirklich gedacht, also es war für mich ein Schock, ein absoluter Schock, werde ich nie vergessen, mein Leben lang werde ich diesen Moment nicht vergessen. Und es gibt auch Originaltöne von mir, wie ich dann live sage, ach du Scheiße, irgendwie sowas. Ja, also es war echt krass, echt heftiger Knockout. Und da habe ich den Jerzejewski das erste Mal gesehen, fand ich bockstark, den Jungen damals. Dann sollte er, glaube ich, noch boxen auf der, da habe ich ihn dann das zweite Mal gesehen, also ich kenne seinen Promoter, kenne ich ganz gut, und habe ihn dann gesehen auf der Undercard von Manuel Char gegen, wie heißt er denn, Alexander der Große? Usinov, genau. Da habe ich ja, das habe ich die Pressekonferenz und das Wiegen und so moderiert. Und da sollte er auch kämpfen. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Spricht ja kein Deutsch, ist ja Pole, nur Englisch und so. Ganz cooler Typ. Und hat mich ein bisschen überrascht, dass er hat relativ früh danach gegen Robert Tjatlik verloren. Weiß nicht, ob der was sagt. Das ist ein, ist auch ein Pole. Und dann nochmal gegen Piotr Gudel, den kenne ich jetzt gar nicht. Also hat irgendwie jetzt ein paar nicht so gute Kämpfer eingeschaut, obwohl er ein hochtalentierter Junge eigentlich ist. Jetzt gegen Lewis Ritson habe ich gesehen, das war irgendwie ja ein Schlag voll auf den Solarplexus, glaube ich. Feierabend, war schade. Eigentlich ein super talentierter junger Mann, beziehungsweise gar nicht mehr so jung, 29. Hätte auch ein bisschen mehr draus werden können. Und deshalb habe ich mir den Kampf angeschaut. Das sind die Geschichten. Man kennt so viele Boxer auch so, die als Journeyman verendet sind oder irgendwann, wo du gesagt hattest, wenn die, bei einem guten Promoter untergekommen wären früh und nicht gleich, den Hunden zum Gras vorgeworfen, dann hätten die vielleicht was erreichen, hätten die vielleicht mehr erreichen können. Also ich denke da immer so an Jared Wilson oder wie der heißt oder so. Da gibt es immer so, ich kenne ganz viele, also wo man immer denkt so, hätte mehr draus werden können. Ja, und du kannst dich noch erinnern, wir hatten ja früher mal so die Rubrik Talent der Woche. Ne? Und da hatte ich ja mal von dem Christoph Piatek erzählt. Kannst du dich erinnern? Genau. So, der ist jetzt, keine Ahnung, wie alt ist der Christoph mittlerweile? 48 oder sowas, ne? Der sieht aus, ich habe den letztens auf einer Veranstaltung gesehen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist eine Maschine, 46er, ja? Der ist so
Der ist so krass in Form. Der hat, ich weiß, ich würde mal sagen, 50, 40 Kilo abgenommen, 20 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Das, ich meine, wenn der früher gefördert worden wäre, der ist mittlerweile in Top 200 der Welt, hat jetzt einen Sebastian Tuchscherer, das auch kein schlechter ist, in der zweiten Runde geschlagen. Der kriegt gute Angebote mittlerweile rein. Das ist geil. Das ist. Ist einer unserer Hörer, ne? Ist auch einer unserer Hörer, genau. Lieben Kuss, Jacek. Ganz, ganz lieben Kuss. Ist jetzt nicht, sage ich jetzt nicht, weil er da eventuell zuhört, ja, aber das ist wirklich cool. Ja? Also das ist so ein Fall. Hätte der nicht vor 4 Jahren angefangen, dann mit 42, sondern mit, ja, keine Ahnung, 16. 15, ja. Dann wär das, hätte das ein richtig guter Mann werden können. Ne? So, ja. Aber, naja, gut. Aber so ist Boxen. Okay, nächste Veranstaltung. Die musst du besprechen, da habe ich nichts von gesehen. Belfast, meinst du? Ja. Gut. Belfast, ja, war eine schöne Stimmung. Also die Iren, die können ja, die Nordiren in dem Fall, können ja feiern. Also wenn sie nichts können, dann können sie auf jeden Fall feiern. Saufen, feiern, und dann haben sie auch immer schöne Smash-Hits zwischen den Runden gespielt. Und das war auf jeden Fall besser als der Boxabend, hatte ich das Gefühl. Also war nicht ganz so krass, ne? Die Card. Einmal aus deutscher Sicht lief es nicht so doll. Mareik Marutyan hat gegen den Lokalmatadoren Alfredo Meli, obwohl er ihn unten hatte, in der 6. Runde nach Punkten verloren, knapp 77 zu 76, das hat der Ringrichter gewertet, wie das ja in England oftmals üblich ist. Dann hatten wir einen ganz interessanten Kampf, Luke Keeler, ihre, hat gegen Luis Arias, meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, nach Punkten gewonnen. Hatte ihn den zweimal am Boden, hat wohl einen Knockdown, war ein bisschen komisch, gab zwar auch einen Punktabzug für ihn, aber auch für Arias wiederum. Also es war ein konfuser Kampf, aber Luke Keeler war hier der bessere Mann, hat gegen Luis Arias, einen respektablen Gegner, einen Punktsieg eingefahren und sich damit auch wieder hochgearbeitet im Mittelgewicht. Also ich denke mal, für den sollte es gute Angebote geben demnächst. Chris Jenkins hat gegen Paddy Gallagher gewonnen. Das war. Es gab einen Abbruch aufgrund eines Cuts. Deswegen wurden dann da die Scorecards gewertet, war sicherlich auch einigermaßen vertretbar, glaube ich. Was hatten wir noch? Den Hauptkampf dann. Michael Condon gegen Diego Alberto Ruiz. Das war langweilig, du. Uiuiui. Also Michael Condon, dafür, dass er halt so wahnsinnig viele Fans hat und so weiter und so, ne? Und er ist halt auch Olympiateilnehmer, Amateurweltmeister und so, weißt du, da ist halt schon viel investiert worden in den, und auch mit Bob Arum ist hinter ihm und steckt Geld rein. Aber dafür ist er halt echt langweilig, wie der boxt. Und das ist so, ja, technisch gut, aber so wahnsinnig vom Hocker reisen kann das nicht. Hat sogar die Party in Irland da, in Belfast, da so zum Teil so ein bisschen in Stocken gebracht. Und ja, gab dann aber in der neunten Runde dann noch Knockdown nach Bodyshots, und dann hat der Ringrichter dann abgebrochen, nachdem er wieder, oder beziehungsweise das Handtuch kam geflogen, und dann war der Kampf vorbei. Ja, ich denke mal, weiß nicht. Man redet davon, dass er nächstes Jahr dann um eine WM boxen kann im Federgewicht. Ja, aber da braucht er dann auch den richtigen Tanzpartner, damit das dann auch ein guter Kampf wird. Gut, dieser Kampf, das war übrigens eine Freiluftveranstaltung in Falls Park. Dann würde ich sagen, gehen wir doch rüber ins Barclays Center. Das findest du doch so geil. Yeah. Ich überlasse dir das Wort. Du hast den Kampf bestimmt gesehen, oder? Kovnatski gegen Ariola? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den mega geil oder sehr komisch fand, den Kampf. Weil natürlich war halt eine Schlacht, ja. Also komplett offenes Visier, also so wie man Kovnatski auch kennt. Ne? Die Frage ist, war Ariola sehr stark oder Kovnatski nicht so gut, wie ich ihn erwartet hätte. Ich hatte das Gefühl bei Kovnatski, dass er gefühlt nach einer halben Runde gar nicht mehr volle Power schlagen konnte. Also dass er irgendwie
schon konditionelle Schwächen hatte. Das hat er irgendwie über dieses Niveau hat er dann relativ lange gehalten. Aber also, weißt du, was ich meine? Das sah schon Ende der ersten Runde, lagen die beiden ja quasi so Schulter an Schulter, haben sich gegenseitig gestützt und so ein bisschen sich gegenseitig verprügelt. Ganz, ganz interessanter Kampf. Quasi beide komplett ohne Deckung. So unfassbar viele Treffer und Schläge losgelassen. Das war ja, ist deshalb ja auch ein Rekord geworden. Ich habe seit Aufzeichnung der Anzahl der Schläge der Kampf mit den meisten losgelassenen Händen sozusagen. Im Schwergewicht. Im Schwergewicht, klar. Und? Also der Rekord war ja David Tua gegen Aike Biabucci, 97, weiß ich. Das ist allerdings auf einem etwas anderen Niveau gewesen, der Kampf. Also den sollte man sich, also wer den Kampf nicht gesehen hat, David Tua gegen Aike Biabucci, den sollte man sich angucken. Ein wahnsinniger Kampf. Ja. Auf jeden Fall hat Adam Kownacki den Kampf für sich entschieden, auch zu Recht dann letzten Endes. Aber ich hätte mir ein sehr deutlicheres Ergebnis eigentlich erhofft bei der Gegnerauswahl, weil ich auch irgendwie Kownacki-Fan bin. Das war jetzt aber wieder so, wo ich die ganze Zeit dachte, oh, wenn da einer ist, der ein bisschen, jetzt keine Ahnung, wenn ich mir da jetzt ein Usyk mal als Beispiel vorstelle, ja, der wird mit dem Kownacki spielen, ja, der wird, wie man so wenig Bewegung mitbringen kann. Aber es hat gereicht. Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Ja, man muss dazu zusätzlich erwähnen, dass Kownacki 120,7 Kilo gewogen hat an dem Kampf. Das ist das höchste Gewicht seiner Karriere. So. Na? Mal zum Vergleich gegen Arthur Spilka, meiner Meinung nach sein bester Kampf bisher, hat er 109,8 Kraft gehabt. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, knapp 11 Kilo. Ja. Hat es gesehen beim Wiegen. Ne? Also der hat wirklich einen Bauch, das ist nicht normal. Also das ist, das ist ein fauler Sack. Das ist ein fauler Sack. Der wird auch relativ viel Geld reingesteckt, der kriegt gute Börsen und so weiter. Und er trainiert nicht wirklich. Also das habe ich das Gefühl. Also der ruht sich aus auf seinem Erfolg. Anders kann ich mir diese Form nicht vorstellen. Also wenn er das wirklich ernst nehmen würde, konsequent. Ich meine, das ist jemand, der einen Anspruch hat, WM zu boxen. So, das wurde ja nach dem Kampf dann auch gesagt, dass er gegen Wilder irgendwann boxen möchte, ja. So. Ja, alles gut. Ja. Das finde ich schon komisch, ne? Also, ja, ich meine, wie Ariola. Ariola ist seit Minimum 6 Jahren über sein Zenit. Den musst du halt wegfegen, wenn du eine Ambition hast, nach ganz oben und dir nicht eine Schlacht bieten. Nimmt ja auch Treffer, der Kownacki, ohne Ende. Ja, aber wie so ein Bekloppter. Ja. Und ich hab ein Interview gehört mit dem vorher, ne? Ja. Also, so ein kurzes Interview. Also, vielleicht bin ich paranoid oder so. Aber da war auch schon so ein oder andere Stotter-Einheiten drin, sozusagen, in seinem Sprachgebrauch. Das wirkte auch unnatürlich. Ja, als wenn der auch schon einen Schlag schon zu viel auf den Deckel bekommen hat. Ich meine, wenn du so jeden boxst und vor allem, wenn du so Sparring machst auch, mach mal so, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Runden Sparring in so einer Vorbereitung, keine Ahnung, wie viel der macht. Das geht nicht gut lange, ne? Also. Nee. Also, ich denke mal, der wird seinen Shot kriegen, irgendwann. Seinen Titelkampf im nächsten Jahr oder so. Wie auch immer. Wenn Wilder dann noch Weltmeister ist oder was auch immer. Und ja, das wird es dann auch gewesen sein. Denke mal, ja. Und ich würde mich würde mal interessieren, wie das mit dem Doping-Tests aussah bei diesem Kampf. Also, dass wir zwei derart außer Form befindende Schwergewichtler haben, die derart viele Schläge abgeben. Auch wenn natürlich viele so, ne, geschoben waren eher, ne, von den Händen, aber trotzdem, also schon erstaunlich. Ja. Kann man mal, also, weiß nicht, ob, wenn es da, sagen wir mal, 12 Wochen, wenn die Boxer jeweils irgendwie 3 Monate WADA-Testing gemacht hätten, weiß ich nicht, ob das alles so. Ja, vor allen Dingen, ist dir das denn auch aufgefallen? Also, wie gesagt, Kownacki, der sah für mich nach der ersten Runde, sah er völlig fertig aus, aber dieses Niveau hat er gehalten. Ja, ja, klar. Und auch Ariola hat dann in der 12. Runde nochmal irgendwie alles rausgehauen, wo du dachtest, hä? Wie geht das eigentlich? Ja, schon erstaunlich. Aber ja, es war zumindest
ganz unterhaltsam anzuschauen, wenn darauf halt, es war halt kein richtiger Boxkampf. Nee. Muss man sagen, Taktik null und so. Kneipenschlägerei war das, ja. Genau, ja. Dann fand ich den anderen Kampf ein bisschen besser. Der war ein bisschen auf höherem Niveau. Marcus Brown. Ja, der überraschend verloren hat hier. Ja. Erste Profi-Niederlage gegen John Pascal, hätte ich auch nicht mit gerechnet. John Pascal ja auch schon weit über seinen besten Zeiten vorbei. 36. Und Brown sah ja gar nicht schlecht aus zu Beginn und hat sich dann halt jeweils in der vierten und in der siebten Runde aber so richtig dicke rechte Schlaghände gefangen von Pascal. Und vor allem in der siebten Runde, als er dann hochgekommen ist, da war er, ist er ja in die Seile gefallen. Das war ja, sah ja aus, als wenn er gleich schwer K.O. geht. Und ja, Pascal hat dann alles rausgehauen und kam es ja zu einem Kopfstoß. Ja, erklär uns doch jetzt mal, warum das nicht als No Contest gewertet wird. Was ist der Grund? Weil es die vierte Runde überschritten hat. Okay. Also wenn du die vierte Runde überschreitest und es wird abgebrochen aufgrund eines unabsichtlichen Kopfstoßes, dann geht es immer auf die Scorecards. Und dann wird auch die Runde mitgezählt, in der das abgebrochen wird. Also das wurde jetzt in der achten Runde, Mitte der achten Runde abgebrochen, also wird die achte Runde auch mitgezählt. Also die Ringrichter müssen sozusagen, die Ringpunktrichter müssen sozusagen die achte Runde mitwerten, also wie sie bis zu dem Abbruch gesehen haben. Also, und genau, und alle drei hatten es ja auch gleich, 75 zu 74 für Pascal, der das Ding dann gewonnen hat, zwei Niederschläge. Und das hat mir wunderbar, das war. Ich habe es im Nachhinein gesehen, am Sonntag. Ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe es im Nachhinein und war ein schönes Geschenk zum Sonntag. Weil Marcus Brown, ja, war mal gut, dass der mal einen Schuss vom Bug bekommen hat, nachdem was er da alles schon abgezogen hat. Und vor allem, dass er mit seinen Kopfstößen mit Baluchek, den er ja, wir haben das ja Anfang des Jahres gesehen, wurde, ne, der so übel dann verletzt war. Da hat er auch davon profitiert und dass er ja selbst mal Opfer eines Kopfstoßes wird. Passiert halt dann mal, ne? Ja. Karma ist Punkt, 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 ne? So, und ja, Pascal ist wieder mittendrin. Pascal ist jetzt WBA Interims-Champion. Ja, Halleluja. Kriegt jetzt wieder einen guten Kampf. Kann jetzt nochmal gegen irgendwie jemanden Ringsteigen und kriegt nochmal Geld, ja. Wird auf jeden Fall ein bisschen Geld machen, definitiv. Ja, 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 ja. Gut, interessant. Also, ja. Also, jemand, der auch schon älter ist, der aber auch aufhören sollte, Curtis Stevens auf der Undercard, böse K.O. gegangen auch gegen Walle Omotoso, also da auch bitte langsam. Und ein riesen Upset, da habe ich noch auf der Undercard, gab es auch noch. Ja. Carlos Negron im Schwergewicht. Carlos Negron hat gegen Brasil Ende letzten Jahres geboxt, ja. Dort spät K.O. gegangen, ist in der ersten Runde nach einer Minute und sechs Sekunden gegen Brian Howard böse K.O. gegangen, gibt's auf YouTube. Brian Howard ist eigentlich ein Cruisergewicht, der hatte da auch schon im Halbschwergewicht geboxt, ist hochgekommen und haut den großen Negron wirklich böse K.O. Der war in der Ecke und war schon benommen in der Ecke und hat dann noch eine gefangen und ist dann wirklich face first runter. Also auch da und ziemlich upset. Also Howard, was ist der? 14-3 gewesen. Der hat gegen Umar Salamov im Halbschwergewicht geboxt vor einem Jahr. Wahnsinn. Und jetzt im Schwergewicht den Negron weggebombt. Nicht schlecht. Kann passieren. Sollte nicht, kann aber. Dann lass uns doch mal schauen, was passiert kommendes Wochenende. Haben wir da was Interessantes? Ich habe es am Anfang schon mal so ein bisschen angeteasert. So, das absolute Kracherwochenende liegt nicht vor uns. Ja, das stimmt. Also die großen Namen fehlen natürlich. Wir haben allerdings, finde ich, eine ganz respektable Karte, die wird auf der Zone übertragen, nämlich Virgil Ortiz boxt dort. Ist für ihn der erste Hauptkampf, so wie ich das jetzt verstanden habe, gegen Antonio Orozco. Orozco war ja Gegner von José Ramírez. Hat dort um die WM geboxt, im letzten Jahr, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Und ja, der kämpft jetzt gegen Ortiz Jr. Die fleißigen Zuhörer werden wissen, dass ich Virgil Ortiz für wahrscheinlich das beste Talent im Boxsport halte, aktuell. Er ist ein überragendes Talent, noch sehr jung und boxerisch schon so weit. Und
Das ist schon mal ein Hammer-Quervergleich jetzt hier mit Ramirez. Wenn er den Orozco vielleicht sogar vorzeitig bezwingen kann, hat er bisher alle seine 13 Kämpfe durch K.O. gewonnen, dann wäre das ein extremes Ausrufezeichen. Und ja, ich sitze auch, der Kampf wird im Weltergewicht stattfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob Ortiz dauerhaft im Weltergewicht bleibt oder wieder einmal nochmal runtergehen wird ins Halbwelter oder ob es da Schwierigkeiten gibt mit dem Gewicht machen. Aber genau, das ist auf jeden Fall eine interessante Ansetzung, die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Außerdem die dritte Auflage des Kampfes Franco gegen Negrete im Bantamgewicht um den NABF-Titel. Ja, das ist sicherlich auch nochmal eine schöne Sache. Es gab zweimal haben wir ja schon gegeneinander geboxt. Jetzt das dritte Mal. Also, das zumindest ganz interessant. Ist eine Golden Boy Card. Ja, das ist einmal das. Und das, zum anderen haben wir dann noch in Philadelphia. Dort haben wir auch einen Kampf von Kyle Frampton. Der ist auch in Aktion. Der trifft auf Emmanuel Dominguez. Und ja, ist so ein Stay-Busy-Kampf, würde ich sagen, für Frampton. Comeback-Kampf für ihn nach der Niederlage gegen Warrington. Er möchte ja nochmal angreifen. Wobei Bob Arum hat ihm jetzt, wie ich das gehört habe, nahegelegt, dass er vielleicht hochgeht ins Super-Federgewicht. Und da, weil da mehr Optionen sind für ihn, um eine WM zu boxen. Ich weiß es nicht. Gut, vielleicht macht man das, aber ja, also das ist dann auch alles, was wir an diesem Wochenende haben, ist nicht wahnsinnig spannend. Und ja, weiß nicht. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein zu dem Ganzen. Man kann vielleicht dann trotzdem vor allem die Karte angucken, dann von Virgil Ortiz. Und genau. Jetzt kannst du auch mal was sagen. Ich sitze hier mit offenem Mund und bin nur traurig, was da kommendes Wochenende passiert. Ich habe nämlich frei. Ich habe zum ersten Mal seit 1900 Blumenkohl mal ein freies Wochenende und dann nichts. Kommt nur Schrott. Dann kannst du ja, weiß ich nicht, Netflix leer gucken oder ja. Sport machen. Tja, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Tischtennis spielen, meine Sport in Anführungszeichen, also Tischtennis meine ich. Ja, na gut, ich guck mal. Lieber Finn, das war's für heute, bevor du noch gut. Weitere schreckliche Ideen hast. Ich freue mich auf nächste Woche. Jo, bis dann. Tschüss. Gut, ciao.